mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, dem das Leben kürzlich ein besonders schönes und seltenes Geschenk gemacht hat. Er wurde 90 Jahre alt. Wow. Und der anlässlich dieses Jahr, klatschen Sie, und der, ja, ist ein Geschenk. Und hat auch was dafür getan. Ja, und der anlässlich dieses Geburtstages auf die Frage, ob er denn in seinem Leben eigentlich öfter mal Leute beleidigt habe, die schöne Antwort gab, ja schon, aber es waren nicht sehr viele. Was für ein Leben. Hat als Bildungsminister das eingeführt, was einigen der jungen Leute, die heute hinter ihm sitzen, immer noch sehr viel Freude macht, nämlich das BAföG, war Bürgermeister von Hamburg, und während er für die einen der hanseatischste Bürgermeister überhaupt war, wurde er von anderen gerne mal als Nadel Streifen-Sozi geschmäht. Von ihm ist dazu der schöne Satz überliefert: Achtung, unbequeme Leute sind eben unbequem, aber bequeme Leute sind doch ziemlich nutzlos. Und wie zum Beleg für diese Unbequemlichkeit lässt er seine Sozialdemokraten dieser Tage wissen, was denn eigentlich ihr Problem ist. Die SPD sagt, er neigt dazu, sich irgendwas zusammenzuträumen. Wie meint er das? Und mit welchen Gefühlen beobachtet er, dessen Vater und dessen Onkel Dietrich Bonhoeffer auf Anordnung von Hitler persönlich ermordet wurden, den weltweit aufkommenden Nationalismus? Das fragen wir Klaus von Donani. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen. Ja, und weil wir gerade von runden Geburtstagen sprechen, gut, Sie beide heute hier zu haben, zwei Frauen, beide Fernsehjournalistinnen, denen ein sehr schönes Buchprojekt gelungen ist. Das Schönste an uns sind wir, was uns ab 50 bewegt und beflügelt, für das Sie sich mit unzähligen Menschen unterhalten haben, über eine Dekade, die sehr lohnt, näher betrachtet zu werden, nämlich das Alter zwischen 50 und 60. Der 50. sagen Sie, ist für die allermeisten von uns eine echte Sollbruchstelle im Leben, so wie bei Ihnen beiden. Sie wurde genau in der Zeit von ihrem Mann verlassen und lernte plötzlich, dass Flirten heute im Netz beginnt. Sie dagegen erkrankte an Krebs und verließ daraufhin ihren Mann trotz dreier Kinder, trotz der Krankheit, und verliebte sich wenig später in eine Frau. Was also geht da alles noch zwischen 50 und 60? Fragen wir Christiane Hastrich und viel. Barbara Luke. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Dankeschön. Viel. Ja, und damit zum Alter. Und damit es im Alter rund läuft, gibt es Menschen wie ihn, einer der bekanntesten Ärzte dieses Landes, der hier mal erzählt hat, wie er in seiner Bundeswehrzeit an der Nasenscheidewand operiert wurde und wie rabiat ihm der Arzt der Truppe damals die Tamponaden aus der Nase gerissen hat. Ich war in die Hände eines Folterknechts geraten, sagte er. Und das war der Moment, in dem unter Schmerzen der spontane Entschluss geboren wurde, Arzt zu werden. 2004 gelang ihm ein Buch, das zum Bestseller wurde und ihn fast zu einer Art Popstar der Medizin machte, das Rückenbuch, ein Erfolg, der damals fast zwangsläufig dazu führen musste, dass er zwischendurch vom Spiegel als Scharlatan und als Dr. Hokuspokus in der Luft zerrissen wurde. Seitdem ist ihm allerdings Bestseller auf Bestseller gelungen, weil er sich immer wieder einen unkonventionellen Blick auf die Medizin erlaubt, und er hat auch unseren Blick darauf verändert. Jetzt wieder so ein Perspektivwechsel. Er, der klassische Mediziner, besuchte Heiler auf der ganzen Welt, hat dafür unter anderem in Afrika stundenlang getanzt, so ein Hobby, das in der Familie zu liegen scheint. Und die Frage ist, was hat er dabei gelernt? Fragen wir den vielleicht einzigen Arzt überhaupt, der seinerseits, Achtung, panische Angst vor Spritzen hat. Herzlich willkommen, Dietrich Grönemeyer. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Das stimmt wirklich, ja? Ja, ja, stimmt. Okay. Also, wir haben viel zu besprechen. Tolle Runde, Herr von Donani. Erst noch mal nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 90. Großartig. Danke sehr. Also, ich bin ja der Meinung, dass 50 und 60, das sind ja Kindergeburtstage. Ja. Also, für Sie. Kindergeburtstage. Aber Sie wissen auch, Herr von Donani, dass in Ihrem Alter Jopi Heesters erst in die Pubertät gekommen ist. Das wissen Sie auch. Ja, aber dann auch lange drin geblieben ist. Ja, das muss man auch so sagen. Also, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Finde es immer toll, mit Menschen, die einen so langen Zeitraum überblicken, zu sprechen. Und zwar nicht nur über aktuelle Dinge aus der Politik, aus Ihrer Partei im Speziellen, der SPD. Wie würden Sie mit drei Worten den Zustand der SPD aktuell beschreiben? Traurig, hoffnungsvoll und nötig zu arbeiten. Okay. Traurig? Traurig. Ja, der gegenwärtige Zustand ist traurig, aber er ist nicht ohne Hoffnung. Und um diese Hoffnung zu verwirklichen, muss man arbeiten. Also um in seiner Welt zu bleiben, Intensivstation, ja? Der Patient wird aber noch beatmet. Nicht Intensivstation, aber sozusagen ein paar gebrochene Knochen sind es schon. Ja, in der Tat. Wie erklären Sie sich diesen Absturz, Herr Fugali? Das ist ja kein Absturz, das ist ja ein ganz langsamer Weg gewesen über viele Jahre. Und ich glaube, er hängt damit zusammen, dass die Partei sich noch immer nicht wirklich damit abgefunden hat, dass es zu dem System, in dem wir in Freiheit leben, keine wirkliche Alternative gibt. Also gibt es ja Leute, die meinen, sie müssten Kapitalismuskritik üben oder sowas. Man kann mit dem System, in dem wir leben, was ein System in der Folge von Freiheit ist, wenn sie Freiheit haben, haben sie auch Markt. Und wenn sie den Markt abschaffen wollen, dann müssen sie das machen wie Stalin. Der hat dann gesagt, also Sozialismus in einem Land, dann baut er eine Mauer. Ja, und als ich neulich mal mit Frau Wagenknecht geredet habe, hat sie mir lauter wundervolle Vorschläge gemacht, wie man das Land doch ganz anders regieren könnte. Dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, am Ende haben Sie ausgelassen, dass Sie da eine Mauer bauen wollen hinterher. Denn man kann eben es nicht wirklich anders machen. Man kann nur mit dem System dann geschickter und weniger geschickt umgehen, sozialer und weniger sozial umgehen. Das ist aber das System. Und die SPD hat sich damit in ihrem Innern noch nicht wirklich abgefunden. Es gibt immer noch zu viele Leute, die meinen, es müsste doch eigentlich alles ganz anders gehen. Tut's aber nicht, wie die Geschichte zeigt. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, in dem Sie beschreiben, ich glaube, da berufen Sie sich auf Immanuel Kant, der das im Grunde alles schon vorgedacht hat. Sieht, wie top aktuell das ist. Und der sinngemäß sagt, eine Gesellschaft, die eine freie Gesellschaft ist, ist auch eine Gesellschaft, die immer Handel treibt. Sie haben aber gut gelesen. Ja, ich habe mich beschäftigt mit ihm. Ja. Ich fand das einen faszinierenden Gedanken. Erklären Sie den mal. Können Sie lesen in dem ersten Zusatz zu dem Projekt Ewiger Frieden von Immanuel Kant. Und da schreibt er, dass er sagte, wenn man wirkliche Freiheit gibt den Leuten, dann werden sie handeln. Und dann hat er eben gehofft, dass wenn sie handeln, sie dadurch auch Frieden schaffen. Wie man heute an Herrn Trump sieht, ist das nicht notwendigerweise der Fall. Aber das ist sozusagen die Kehrtwende, der Gegenentwurf dazu, wenn man so will. Das heißt, da hat einer in Königsberg sitzend und nie dort rausgekommen. Ja, und ein bisschen spazieren gehen, der ist ja regelmäßig immer denselben Weg, also fast wie wir mit der Alster, ist er immer denselben Weg gegangen, nicht wahr? Aber ich sehe da eine Linie, Immanuel Kant, Klaus von Donani, also das ist irgendwie relativ augenscheinlich. Aber es ist interessant, ne, dass da einer sozusagen die Idee der Globalisierung schon vor so langer Zeit vorweggenommen hat. Er hat eben verstanden, was Freiheit bedeutet. Und das ist ja gerade auch das, was ich eben über meine Partei gesagt hat. Man muss eben mal begreifen, wenn es Freiheit gibt, gibt es kein anderes System. Da gibt es eben Markt. Und dann kann man den Markt ordnen und man kann ihn nicht ordnen. Wenn man ihn wild wachsen lässt, dann ist er unsozial. Wenn man ihn aber versucht zu ordnen, dann kann man daraus etwas sehr Produktives machen. Und wissen Sie, ich meine, gegenwärtig gibt es in der Bundesrepublik diese Debatte, aber nicht weiter so. Und ich frage mich mal, was in den letzten 15 Jahren eigentlich so schiefgelaufen ist. Ich meine, wenn es wirklich immer so weiterginge, wie es heute Deutschland geht, wäre es ja nicht so dumm eigentlich, nicht? Haben Sie für sich, Herr von Donani, weil Sie das gerade ansprechen, haben Sie für sich eine Idee davon? Also die CSU in Bayern hat das ja auch gerade erlebt. Also eigentlich ist doch das Bayern, das es heute gibt, das beste Bayern, das es jemals gab. Und trotzdem gibt es bei der Wahl eine richtige Klatsche. Haben Sie eine Erklärung dafür? Die Klatsche kommt ja daher, und ich meine, andere christdemokratische Parteien in Europa würden sich eine Klatsche von 37% wünschen. Das ist richtig. Nicht? Also das ist immer noch eine erhebliche Zahl. Nein, ich glaube, das liegt eben daran, dass es einen Bedarf nach einer Debatte und nach Alternativen gibt. Mhm. Die muss man auch vernünftig führen. Und was die AfD da anrichtet, bedarf einer strengen und klaren Diskussion. Mhm. Aber ich finde nicht der Verunglimpfung der Wähler. Das würde ich nicht tun, weil ich das für falsch halte. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. Und dieses Wählerbashing erleben wir ja ganz häufig. Ja, aber man muss eben mit den Leuten reden und man muss versuchen, die Argumente wirklich deutlich zu machen. Mhm. Und
Wir haben das Problem ja weltweit. Also da wird ja immer behauptet, das sei ausgelöst durch die Flüchtlingskrise Flüchtlingsentwicklung aus dem Jahr 2015. Ich halte das für falsch, denn wir haben das überall. Wir haben das in Amerika, wir haben das in England, wir haben das in Holland, wir haben das in Schweden. Wir haben überall dasselbe Problem. Die Leute haben das Gefühl, die Globalisierung nimmt ihnen ihre Selbstbestimmung. Mhm. Globalisierung heißt gewissermaßen Fremdbestimmung. Ja? Ein Beispiel, wenn die USA jetzt die Unternehmenssteuern senken, was sie gemacht haben, gibt es in Deutschland eine Debatte, müssen wir das auch? Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das ist eigentlich verrückt. Mhm. Aber warum müssten wir es eventuell? Weil wir in der Lage sind, dass unsere Unternehmen ja wettbewerbsfähig sein müssen. Und wenn sie zu hohe Steuern zahlen, dann werden sie zu teuer und können nicht mehr so investieren. Und dann verlieren wir an Markt. Also sagen die deutschen Unternehmen, ja, wenn die Amerikaner das so machen, müssen wir vielleicht auch. Diese Art von Fremdbestimmung, die durch die weltweite Vernetzung, also Globalisierung sagt man das auch, erfolgt ist, die stört die Leute. Weil sie, das ist auch das, was die Leute an Brüssel stört. Die sagen, was sollen denn die in Brüssel uns sagen, wie wir unsere Glühbirnen eindrehen sollen. Ja? Mhm. Das ist auch wirklich vielleicht nicht so ganz klug gewesen. Aber die Frage ist ja, was folgt denn daraus für Sie? Also das ist ja im Grunde dann sozusagen das Ende des Nationalstaats, wenn man so will. Also wenn in den USA Steuern gesenkt werden und wir daraufhin fast gezwungenermaßen das auch tun müssen, also nicht mehr selbstbestimmt, war gerade das Stichwort, entscheiden können, welche Steuerpolitik wir hierzulande machen, dann bedeutet das, dass wir als Staat in Wahrheit nicht mehr wirklich souverän sind. Zunächst einmal muss man dann versuchen zu sehen, ob nicht Europa in seiner Größe mit seinen 500 Millionen Einwohnern in der EU die Steuerpolitik der USA erzwingen kann. Da müssen wir aber dazu zu mehr Einheitlichkeit finden und müssen auch vielleicht manchmal etwas mutiger sein und müssen auch vielleicht Herrn Trump mal an der einen oder anderen Stelle auch zeigen, wo es eigentlich lang geht, wenn wir es anders wollen. Ich finde, wir haben zu wenig Mut gegenüber den USA. Das ist auch eines der Probleme, das die Leute, glaube ich, ärgert. Mhm. Sie sind sehr befreundet mit Angela Merkel, ja, weiß ich. Wie tauschen Sie sich darüber aus, über dieses Thema zum Beispiel? Nicht über Politik. Sie reden nie über Politik? Nein, wir haben sich von Anfang an beschlossen, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir gehen zusammen ins Konzert, wir gehen zusammen ins Theater, wir erzählen uns, was wir lesen und so weiter. Aber wir reden nicht über politische Einzelentscheidungen, machen wir nicht. Sie reden nie über Politik? Naja, wir reden über Politik im Großen. Aber nicht das meine über, ich, aber das ist ja, doch Politik ja, im Großen. Ja, wir reden über Fragen zum Beispiel, ob in Deutschland das Ausmaß an Eigenverantwortung reicht oder ob wir das stärken. Also das sind dann fast politisch-philosophische Fragen, die wir diskutieren. Frau Merkel ist eine sehr kluge Frau und sie hat auch einen sehr klugen Mann. Und da haben wir oft lange Diskussionen über solche Fragen. Die sind aber eher dann, sage ich mal, politisch-philosophischer Natur als aktuell politischer Natur. Wäre Angela Merkel möglicherweise in den letzten Jahren besser in der SPD aufgehoben gewesen? Nein, das glaube ich nicht. Ist sie die erfolgreichste Sozialdemokratin Deutschlands? Nein, sie ist, wissen Sie, dieser Satz, den höre ich zu oft. Also sie sei, die Frau Merkel ist mit der Zeit gegangen. Stellen Sie sich mal vor, das hat sie neulich an irgendeiner Stelle sehr klug gesagt, stellt euch mal vor, hat sie, glaube ich, in ihrer eigenen Partei gesagt, stellt euch mal vor, ich würde heute das Parteiprogramm von Adenauer verfolgen. Ich lese es euch mal vor, ja? Mhm. Und dann sieht man, was in der Welt passiert ist. Die Welt hat sich verändert. Mhm. Und es ist nicht so, dass Frau Merkel den Sozialdemokraten nachgelaufen ist, sondern der wahre Zusammenhang ist der, dass die Welt sich verändert hat. Wenn selbst der Papst für die gleichgeschlechtliche Ehe Verständnis hat, dann muss man doch verstehen, dass auch die CDU in Deutschland vielleicht dieses Thema aufgreifen muss. Und dann kann man ihr nicht sagen, sie sei sozialdemokratisiert worden. Also ich halte das für Unsinn, aber es wird ja viel solcher Unsinn verbreitet. Das muss man ja sagen. Ja, es hat ja vielleicht auch damit zu tun, es gibt ja auch Leute in Ihrer Partei, die das durchaus so sehen. Ne? Und es hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass Sie so ein bisschen ein Rätsel geblieben ist, ne? Im Laufe Ihrer Kanzlerschaft. Deswegen ganz einfach und naiv gefragt, was ist Angela Merkel für ein Mensch? Können Sie uns das mal erklären? Sie ist ein Mensch, dem man vertrauen kann. Mhm. Ein Mensch, der zuverlässig ist. Ein Mensch, der ohne viel Auffälligkeiten regiert. Mhm. Sie ist uneitel? Völlig uneitel, bescheiden. Aber sehr klug. Und sie trifft ihre Entscheidungen deutlich und klar, aber sie ist
nicht bereit, Entscheidungen zu treffen, die sie nicht bis zum Ende durchdacht hat. Ihre Argumentation von Frau Merkel zu sagen, also ich komme immer vom Ergebnis her und überlege mir, was dabei rauskommt, das ist natürlich ein sehr kluges politisches Denken. Gibt es oder ist das eines der Themen, mit denen wir uns möglicherweise beschäftigen müssen? Diese Art von Persönlichkeit haben wir zu wenig in der Politik. Ja, das ist völlig richtig. Das ist aber sowieso eine ganz seltene Figur. Also gucken Sie sich mal in der internationalen Politik um. Und ich sage mal, sie wird ja jetzt gehen in absehbarer Zeit, spätestens am Ende der Legislaturperiode. Glauben Sie, dass es vorher dazu kommt? Das hängt von der SPD wiederum ab, glaube ich. Aber, die kennen Sie ja gut hier. Naja, und man wird ja sehen, wer da jetzt Vorsitzender wird und ob man sich mit dem vertragen kann oder so. Oder ob das eine Frau ist oder ein Mann. Das wird ja alles auch für die Frau Merkel eine Rolle spielen, nehme ich mal an. Aber im Prinzip würde ich mal denken, werden wir uns alle nach ihr zurücksehen. Wir werden uns alle nach ihr zurücksehen, weil sie eine Stabilität geschaffen hat, die ganz selten in der Politik ist. Und auch eine Zuverlässigkeit und man konnte ihr vertrauen und so weiter. Also eine Frage, die mich jetzt doch bewegt, irgendwie, weil Sie das so sagen. Und vorhin auch gesagt haben, sie ist jemand, der die Dinge immer vom Ende her denkt. So ein alter Helmut-Kohl-Tradition, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ja, ist ja ein ähnlicher Gedanke. Ist ihr einmal sozusagen passiert, dass sie das nicht gemacht hat, 2015 bei der Entscheidung? Also 2015 hatte sie, glaube ich, gar keine Wahl. Weil also was Ungarn angeht, nicht. Aber war der Fehler sozusagen im Sinne von Robert Habeck auch, der sagte, man hätte den Leuten klar sagen müssen, das ist eine einmalige Geschichte. Und danach das ist richtig, müssen sie die Kontrolle zwar gesagt, aber nicht deutlich genug. Das würde ich auch sagen, sie hat es nicht deutlich genug gesagt. Aber sie hatte nie die Absicht, das Jahr 2015 mit 1 Million Flüchtlinge jedes Jahr zu wiederholen. Das war nicht ihre Absicht. Aber Sie haben recht, man hätte natürlich hinterher vielleicht deutlicher noch mal sagen müssen, wir machen nicht jedes Jahr 1 Million. Das ist schon richtig. Zur Rückkehr von Onani zur SPD. Wissen Sie, wie viele Vorsitzende die SPD in der Zeit hatte, in der Angela Merkel, seit 2000 ist sie Parteivorsitzende, in der Angela Merkel Parteivorsitzende der CDU war? Ich vermute mehr, als ich denke. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich 5 oder sowas. Das Doppelte ist richtig. Ja, 10. Ja. In der gesamten Zeit, also ach, in der gesamten Zeit, in der Zeit von Merkel, nach dem Krieg hatte die CDU insgesamt wie viele Parteivorsitzende? 3. 7. 7. Also wenig. Ja. Ist das einer der Gründe, warum es diesen schleichenden Abstieg der SPD und auch die Verabschiedung von der Volkspartei gegeben hat? Ich glaube, die Gründe sind andere und deswegen passiert das. Also das ist nicht der Grund, das ist nicht die Ursache, sondern das ist das Erscheinungsbild hinterher. Der Grund liegt nach meiner Meinung eben in dem Unverständnis für die notwendigen Änderungen in der Gesellschaft als Folge des gesellschaftlichen Wandlungsprozesses. Mhm. Also ich habe das vorhin mit einem Beispiel gesagt, da könnte ich x Beispiele nennen, wo man eben sehen muss. Nehmen Sie noch mal eins, damit das mal deutlich wird. Naja, zum Beispiel haben wir eben nicht mehr die Arbeiter, die wir früher sozusagen mit der Hand und Kohle und Bergbau und so weiter hatten. Ja. Wenn Sie dann auf dem Parteitag ein Lied singen, eine Woche Hammerschlag, eine Woche Häuserquadern, ja, und dann hinterher singen, mit uns geht die neue Zeit, da muss ich mal sagen, das ist eine sehr merkwürdige Auffassung. Diese Arbeiter gibt es fast nicht mehr. Und mit uns geht die neue Zeit, das ist nicht die neue Zeit. Ja? Und das ist symptomatisch für die Partei. Sie versucht, ihre Tradition zu bewahren, aber zugleich sieht sie zu wenig, dass diese Tradition so nicht mehr anwendbar ist. Ja, wenn Sie diese ganze Veränderung auch, und da wird ja noch viel mehr davon kommen, wenn Sie jetzt die Digitalisierung als Veränderung des Arbeitsprozesses sehen, dann haben Sie ganz andere Personen, mit denen sie umzugehen haben. Und das ist nicht eine Woche Hammerschlag und eine Woche Häuserquadern. Ja, das ist was ganz anderes. Ich war vor kurzem für eine Dokumentation, speziell im alten SPD-Kernland auch unterwegs, Ruhrgebiet. Und wenn Sie dort mit ehemaligen Opelanern, mit Leuten aus dem Bergbau zum Beispiel sprechen, dann werden Sie dort etwas finden, ein Gefühl, von dem mir so nicht klar war, wie virulent das wirklich ist, das Gefühl der Kränkung. Ja, da geht es nicht darum zu sagen, noch eine Subvention, noch eine Subvention. Da geht es darum, dass Menschen gekränkt sind, weil man ihr das nicht gewürdigt hat, was sie geleistet haben. Weil man ihnen erklärt hat, ihr seid die besten Stahlkocher des Planeten und ihnen dann sagt, wenig später, jetzt können das übrigens Inder und Chinesen besser. Auf diesem Hintergrund, Herr Lanz, der Kränkung, ist Donald Trump gewählt worden. Genau. Das ist seine wahre Wählerschaft.
Genau. Und das hat gekränkte in Amerika, weiße Männer. Hat in Amerika, ja, es hat in Amerika aber nicht nur. Natürlich noch schärfer sich niedergeschlagen als bei uns. Weil wir haben ja eine relativ evolutionäre, also eine Entwicklung der ständigen, schrittweisen, leisen Anpassung gehabt. Und in Amerika war das nicht der Fall, sondern man hat eben, weil der Sozialstaat nicht so entwickelt war, weil die Weiterbildung als Institution nicht so bestand und so fort, gibt es eben dort wirklich viel tiefere Brüche. Und dann gibt es eben wirklich Landschaften, Gegenden, in denen ist wirklich alles kaputt. Ja, und da leben die Leute in Wohnwagen und können die nicht mehr richtig bezahlen. Und das haben Sie jetzt auch in Deutschland? Ja. Und ist Ihnen das klar, dass es das gibt in Deutschland auch? Ja, mir war das so nicht klar. Ja, ich habe in Wesel am Niederrhein Menschen getroffen, die im Wohnwagen leben, die für 1.500 Euro im Jahr dort zur Miete leben. Und die, auch da wieder, du merkst, da geht es um Kränkung. Die Ihnen sagen auf die Frage, warum wohnen Sie hier, als erste Antwort geben, weil es hier eine schöne Natur gibt. Ja, ja. Und wenn Sie dann anfangen nachzufragen, merken Sie plötzlich, da geht es um was ganz anderes. Um Natur geht es da auch, aber nur am Rande. Ja, ja. Aber die Kränkung ist in Ost und West. Ja. Die Kränkung ist in Ost und West, weil ich lebe ja im Ruhrgebiet. Ich sehe das, wie die Leute leiden. Opel ist abgebaut, Nokia ist abgebaut. Kohle gibt es gar nicht mehr, obwohl da unten noch für 300 Jahre Kohle liegt. Genau, das ist der Punkt. Ja. Wir haben es nicht geschafft, eine Autobahn unter die Erde zu legen, obwohl wir die besten Tunnelbauer waren der Welt. Bis heute nicht. Wir steigen an der Ortsgrenze aus und steigen im Nachbarort in die U-Bahn. Muss man sich mal vorstellen. Die Leute sind gekränkt, weil sie mit so gearbeitet haben. Und im Osten sind die Leute gekränkt, weil die noch drei Gehaltsstufen unter dem sind, was im Westen gezahlt wird. Es wird nicht berücksichtigt. Und dann kommt möglicherweise ein Trump-Effekt hier in Deutschland. Davor müssen wir haben ihn, aber Angst haben. Er ist noch geringer, aber wir haben ihn ja. Ja. Nicht? Also ein Teil der Wählerschaft der AfD kommt ohne Zweifel aus demselben Milieu, aus derselben inneren Verletzung. Ja? Und deswegen glaube ich auch wirklich, dass wir sehr viel mehr uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie die Zukunft das noch einmal besonders beschleunigen wird. Also die Digitalisierung, die ja nichts auslassen wird, kein Bereich, auch den Bereich des Arztes Medizin, nicht, ja. Nicht wahr? Auch Ihrem nicht, ne? Auch nicht der Juristerei zum Beispiel. Juristerei völlig also verändert. Viele Leute wissen das gar nicht. Mir war das auch nicht klar. In dem VW-Prozess jetzt auch in den USA, diese Millionen Dokumente im Dieselskandal, die wurden ausgewertet von Maschinen, Software. Natürlich. Hunderttausende Seiten. Algorithmen machen das alles. Ja. Und ich habe ja in Amerika Jura studiert. Ich kenne das ja gut. Und ich weiß, wie man das früher machen musste mit dem Checken von Urteilen, die ja dann als Leading, also als führende Urteile gelten für die Weiterführung des Rechtes und dann für die Anwendung in dem neuen Einzelfall. Mhm. Und das hatte man früher mühsam nachschlagen müssen, war eine ganz mühsame Arbeit, die ich da als Student auch machen musste. Und heute machen das alles Algorithmen, das ist alles digitalisiert. Also, das gilt für die Ärzte, das gilt für viele Berufe. Mhm. Und ich finde, dass auch die Parteien sich das viel mehr zu Herzen nehmen müssen und viel mehr in der Programmatik bedenken müssen. Denn die rechtzeitige Weiterbildung ist das Einzige, was hilft. Also, wenn Sie heute in die Banken hineingehen, wie viele Leute werden denn noch am Bankschalter sitzen? Ja, fast nicht keine. Viele. Kommen gar nicht mehr dran. Und da ist gar keiner mehr. Und das beginnt ja schon überall. Und deswegen glaube ich, das gilt auch für meine Partei, wenn man sich mit dieser Zukunft wirklich beschäftigt und diese Zukunft wirklich in den Mittelpunkt stellt und von daher dann zurückdenkt, was müssen wir heute dafür tun, dann ist man, glaube ich, auch der Zukunft näher. Ich bin auf einen Aufsatz von Ihnen gestoßen, den ich enorm interessant fand, weil Sie sich die Mühe gemacht haben, noch mal die Präambel des Godesberger Programms zu lesen. Ja. Und da steht etwas drin, das beginnt mit einem Halbsatz, der im Grunde alles erklärt. Dieser Halbsatz geht so sinngemäß, das Widersprüchliche, die Widersprüchliche. Das ist der Widerspruch unserer Zeit. So. Und dann geht es weiter über die Vorteile und die Nachteile der Atomenergie. Das war das Atomzeitalter, 1959. So, und das haben wir doch jetzt auch wieder. Natürlich. Die Widersprüche, die Widersprüchlichkeit unserer Zeit ist nicht mehr, die Atomgeschichte ist relativ gut unter Kontrolle, auf jeden Fall auf dem zivilen Sektor. Und dann kommt eben auf dem Sektor der Arbeit, der Widerspruch der Zeit ist der Vorteil, den die Digitalisierung ohne Zweifel bringt. Also ich schicke Ihnen eine Mail und Sie schreiben eine zurück und man hat sich sofort verständigt. Dauert manchmal lange, aber trotzdem. Und dann aber gibt es jetzt genug Studien, die ich auch sehr ernst nehme.
dass die neuen Medien unsere Demokratie zerstören werden. Weil niemand glaubt mehr etwas. Sie können inzwischen mit den heutigen Methoden, können Sie jemand wie Sie voll imitieren. Man denkt, auch Ihre Stimme kann man nachmachen, sodass die Leute wirklich denken, Lanz sitzt da und redet. Und dann reden Sie irgendeine ganz unglaubliche Bosartigkeit. Und die Leute denken, das sagt der Lanz. Aber sie haben das gar nicht gesagt, aber man bringt es sozusagen ins Netz und sie sind erstmal sozusagen mit dem ganzen Shitstorm da drin. Und dieser Verlust an Vertrauen in das, was wahr ist, in das, dem man sozusagen auf das man bauen kann, dieser Verlust zerstört die Demokratie auf die Dauer. Und ich glaube, wir haben da Probleme, mit denen wir uns noch gar nicht gründlich genug auseinandersetzen. Es gibt einen interessanten Vorschlag von Ihnen, bin ich auch drauf gestoßen. Der sagt so sinngemäß, warum, Sie sind ein Top-Jurist und haben die Ausbildung schlechthin in der Juristerei überhaupt genossen in den USA, in Yale. Und sagen, warum zur Hölle lassen wir uns das als Europäer gefallen, dass amerikanische Konzerne sich auf diese Art und Weise sozusagen einfach Dinge rausnehmen, die umgekehrt von denen niemals zugelassen werden würden. Also anders gesagt, Sie plädieren dafür, dass wir Top-Leute in deren Aufsichtsräte beispielsweise schicken, dass wir die dort reinschicken und das kontrollieren, so wie das auch umgekehrt genauso läuft. Das mit dem Umgekehrt ist eben wichtig. Die haben bei VW, bei Siemens, bei der Deutschen Bank, aber insgesamt, glaube ich, BlackRock zum Beispiel macht sowas. Fünf großen Unternehmen in Deutschland haben die Aufsichtspersonen reingesetzt, weil sie gesagt haben, wir Amerikaner halten es nicht für ganz koscher, was ihr da macht. Jetzt wollen wir mal dazu gucken. Ja? Und ich sage, die Sache von Goldman Sachs zum Beispiel oder auch die Angelegenheiten von Facebook wären durchaus das fällig, dass die Europäer mal mit etwas mehr Courage sagen, pass mal auf. Google auch. Google auch, aber insbesondere Facebook. Wir trauen nicht, was Facebook da mit dieser Cambridge Analytica gemacht hat. Nicht, das war eine ganz schlimme Sache. Und ich finde, man müsste also eigentlich den Amerikanern mal sagen, pass mal auf, wir werden jetzt mal von uns aus Leute reinsetzen, die mit beaufsichtigen, was ihr eigentlich macht. Und leider hat Europa in dieser Beziehung wenig Schneid. Also jetzt mit den Steuern, die Holländerin, die das betreibt, die macht das ja ganz gut als Kommissarin. Aber sonst sind wir doch immer noch etwas zu duckmäuserisch gegenüber unseren amerikanischen Partnern. Aber da sind doch die Themen für die SPD beispielsweise. Natürlich, das sage ich ja. Warum nimmt die keiner? Warum nennt man die nicht? Naja. Die SPD leistet sich Debatten. Die SPD leistet sich nur für mich so als Außenstehenden die ganze Zeit Debatten, wollen wir eher links, wollen wir eher rechts sein, wollen wir... Im Grunde ist die SPD im Moment, so verfolge ich die Debatte, fast reduziert auf eine Hartz-IV-Partei. Hartz-IV-Partei. Es geht nur noch um die Frage, Hartz-IV abschaffen, ja, nein, wie stehen wir dazu und so weiter. Vergangenheitsbewältigung. Also die Partei auf jeden Fall beschäftigt sich nicht mit der Zukunft, das ist völlig klar. Und wenn man ihr das sagt, dann stößt man natürlich in der Partei auf diese verschiedenen Truppen und Gruppen, die da sich auch gegenseitig zum Teil befehden und die meinen, wir müssten jetzt dies. Und da fehlt irgendwie eine konzeptionell geistige Führung. Es stört mich am allermeisten. Wo war oder wer war der Letzte, die Letzte oder der letzte Parteichef, der das verstanden hat? Ja, und ich habe auch als Bundeskanzler, ich meine, Helmut Schmidt war sowas, Willy Brandt war sowas ganz deutlich, Karl Schiller als Wirtschaftsminister. Das war lange zurück, ja. Das war lange her, ja. Ja, wie heißt das? Bei Mac, bei den, in Herr Wagner, aber schon lange tot, heißt es da nicht. Das ist leider auch richtig. Nein, also ich denke, diese Leute haben heute weniger Chancen für den wirklichen Aufstieg. Das ist das wirkliche Problem. Wenn sie relativ originell in der Partei sind, dann haben sie immer gleich viele, die eher den Mainstream, also die Mitte sozusagen und die Unauffälligkeit weiter vertreten worden. Gibt es da keinen Kopf? Also hat die SPD sozusagen nur die Wahl zwischen Kühnert und Nahles? Nein, wir haben ja einen früheren Hamburger Bürgermeister, der ist Bundesfinanzminister gegenwärtig. Aber von dem höre ich nichts. Naja, doch, von dem höre ich einen guten Haushalt. Der macht eine sehr ordentliche Finanzpolitik. Ja, absolut, ja. Nicht? Aber wäre der ein guter Kandidat? Ich denke oft, also Olaf Scholz wäre wahrscheinlich ein exzellenter Kanzler, aber kein guter Kandidat. Da kann was Wahres dran sein. Aber wenn Sie so wollen, war das bei der Merkel auch so. Das stimmt. Nicht wahr? Also als Kandidat haben viele gesagt, das geht doch gar nicht.
Und als Kanzlerin war sie dann über 12 oder 13 Jahre die mächtigste Frau der Welt. Also so, man kann, vor Überraschung ist man nie sicher. Okay, das heißt, Sie glauben, dass die SPD nicht mehr lange eine Parteichefin hat? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, beide an der Spitze müssen darüber nachdenken, wie sie aus dieser Situation jetzt am besten rauskommen. Mhm. Und Frau Nahles gibt sich große Mühe. Und ich habe mit ihr sowohl Übereinstimmung wie Streit gehabt. Aber ich denke, es kommt eigentlich jetzt darauf an, dass man sich darüber einigt, was der Kurs ist. Und dieser Kurs, da haben Sie völlig recht, der darf nicht alleine daraus bestehen, dass man also sich über Einzelheiten der Sozialpolitik sozusagen so, dass man die so in den Vordergrund rückt, dass die Leute denken, das ist die ganze Partei. Und ein zentraler Fehler, den die Partei macht, nach meiner Meinung, ist, die Mitglieder zu fragen, wie es weitergehen soll. Die Mitglieder sind nämlich eigentlich die Verlierer gewesen. Die Erfolgreichen, die uns nicht mehr gewählt haben, die muss man fragen, warum habt ihr uns denn nicht mehr gewählt? Wenn man aber diejenigen fragt, die bis zum Schluss dabei geblieben sind, das sind ja nicht diejenigen, die wirklich wissen, wie es weitergeht. Zumindest soll. Nicht das ganze Bild abliefern, ne? Ja, überhaupt. Ich finde, unser Interesse muss eigentlich auf die konzentriert sein, die uns nicht wählen. Mhm. Das müssen wir verstehen. Interessanter Punkt. Und leider hat Martin Schulz, der als Parteivorsitzender ungeeignet, aber als Mensch nett ist, der hat... Nein, ist ein netter Mann, aber er hat das wirklich nicht verstanden. Das ist aber ein hartes Urteil. Letzte Woche haben wir uns hier darüber unterhalten. Ja. Ich hatte das Gefühl, Martin Schulz war schlicht und ergreifend jemand, der zu sehr Beratungen, Stimmen von außen gefolgt ist. Ich habe schon also das gut, Gefühl, wenn man Martin das tut, macht man auch Fehler. Ist richtig. Das darf man nicht machen. Wenn man Parteivorsitzender ist, dann darf man nicht darauf hören, was dieser oder jener sagt. Muss man das machen, was man für richtig hält. Das ist ja völlig sinnlos, immer allen möglichen Einflüsterungen zu folgen. Das ist, wenn Sie das von Schulz heute berichten, dann ist das für mich der Beweis über mein Urteil. Das ist beweist mein Urteil über Martin Schulz. Ich habe immer gesagt, das ist ein netter Mann, aber er ist ungeeignet an dieser Position. Ich würde sagen, Martin Schulz war in Europa für Zusammenhalt Europa aus meiner Sicht gut an der Stelle. Ich bin anderer Meinung. Ja, mag ja sein, aber ich will begründen Sie es einmal. Und zwar deswegen, weil Martin Schulz ein Europa vorgezeichnet hat, was immer mehr nach Europa ziehen sollte. Das Parlament, in dem zum Beispiel wir gar nicht so viele deutsche Sitze haben, wie an unserer Bevölkerungsanteil eigentlich sein müsste. Wir haben ja weniger Sitze bekommen, weil wir den anderen als zu groß erschienen. Okay. Ein solches Parlament kann nicht eine zentrale Funktion in Europa bekommen. Und ich behaupte mal etwas überzogen, aber spitz. Martin Schulz ist wesentlich mit daran schuld, dass der Brexit erfolgt ist. Wenn er diese Art von radikaler Zentralisierung in Europa so extensiv nicht verfolgt hätte, dann wären die Briten, glaube ich, gar nicht so weit gekommen. Aber für die war das Europäische Parlament unerträglich geworden. Und dieser Versuch, Europa zu überziehen, den Gesichtspunkt der Zentralisation, alles nach Brüssel, der zerstört Europa auf die Dauer. Und der hilft uns nicht. Und das war der Fehler von Martin Schulz. Und deswegen war ich der Meinung, er war auch als Präsident des Europäischen Parlaments an der falschen Stelle. Ich würde ihn gerne sehen in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist ein guter Denker. Er liest viel, er weiß was. Da gehört er hin. Aber in die Politik gehört er eigentlich nicht, weil genau das kann er nicht. Das ist ein hartes Urteil, Herr Fodonale. Ich meine, was wir jetzt hier gerade erleben, ist, da hat einer jetzt Haltung und Meinung. Und Sie leisten sich das ja nicht nur, weil Sie 90 Jahre alt sind. Ich habe ja das schon immer gemacht. Ich meine, Fehlt das heute? Sie wissen das, wie das ja auch in Hamburg war. Nein. Ich finde, wenn man nicht bereit, also ich habe mal einen Satz formuliert, ich will den mal hier wiederholen. Wer in der Politik nicht bereit ist zu fallen, der kann auch nicht stehen. Das heißt, ohne eine gewisse Bereitschaft zum Risiko in der Politik, auch indem man, sage ich mal, seine Position riskiert. Ich habe das einmal hier in der Hafenstraße so gemacht, aber das war ja auch im Vergleich zu den großen politischen Dingen eine kleine Sache. Ja, aber es war trotzdem nah. Aber was ich meine damit, wenn man nicht in der Lage ist, wirklich zu fallen für eine Sache, also für eine Sache sozusagen dann auch das Amt hinzugeben und zu riskieren, so würde ich mal sagen. Volles dann Risiko. Kann man auch nicht wirklich stehen. Aber also, das ist doch etwas, was Martin Schulz macht und kann, finde ich. Martin Schulz kann man vieles nachsagen, aber ist ein mutiger Mann.
Absolut. Der hat Charakter. Das sieht er anders. Ja, ist ein mutiger Mann. Also, klar, wenn Sie das so sehen, kann ich das ja nicht bestreiten. Ja. Ich finde, Sie haben ja selber gesagt, er habe immer gehört auf das, was andere ihm raten. Und das ist natürlich, also ich sag mal etwas vielleicht ganz überzogen, aber ich habe das nie gemacht. Man darf das nicht. Man muss hören, versuchen zu verstehen, muss versuchen zu sehen, was hat der andere oder die andere, die dieses oder jenes sagt, vielleicht recht. Aber Einflüsterungen zu folgen, denen man nicht selber intellektuell gefolgt ist, das darf man nicht machen. Aber das passiert doch heute auf allen Ebenen. Ja, aber das ist ein Charakterzeichen von Menschen, die für dieses nicht geeignet sind. Man muss eben auch bereit sein zu sagen, also so geht es und mit mir geht es eben nur so. Und, aber muss man nicht sagen, mit Verlaub, dass auch Ihre gute Freundin Angela Merkel das bis zur Perfektion entwickelt hat? Genau das. Schauen auf Meinungsumfragen. Ja, aber auf Meinungsumfragen, das ist nicht der Punkt. Sie schaut im Wesentlichen darauf, was sie machen kann aus den Bedingungen, mit denen sie zu tun hat. Das muss man natürlich. Wenn mir einer gesagt hat, das geht aber in der Fraktion in Hamburg überhaupt nicht durch, also ein Fraktionsvorsitzender, der, sag ich mal, mein Freund Henning Foscherau, der mir gesagt hat, du, pass mal auf, das ist ja richtig, was du da vielleicht willst, aber das kannst du nicht machen, denn die Fraktion macht dir das nicht mit. Da muss ich darauf natürlich hören. Ja, aber das bedeutet ja nicht, das ist ja keine Einflüsterung, sondern sagt mir einer die Fakten, die ich so nicht übersehe. Mhm. Aber sozusagen, ist der Kurs richtig oder ist jener Kurs richtig oder sowas, das gehört sich eigentlich, das finde ich. Aber Einspruch, nur aus der letzten Zeit, ein kleines Beispiel. Ja. Hessenwahl. Kurz vor der Hessenwahl droht sozusagen Dieselfahrverbote und so weiter. Damit es Volker Bouffier nicht so richtig böse erwischt, sagt Angela Merkel in letzter Sekunde, dann ändern wir eben das Regelwerk. Dann haben wir eben höhere Grenzwerte und dann fahren wir alle weiterhin schön Diesel. Das finde ich anbiedernd. Tut mir leid. Und 3/4% aller Deutschen oder 3/4 aller Deutschen haben das auch kurz vor der Wahl. Fand ich sehr interessant, dass solche Dinge heute nicht mehr gehen. Es gab eine Umfrage, ob die Leute dieses Manöver durchschauen oder nicht. Fast 75% aller Deutschen sagten, das ist anbiedernd, das haben wir genau verstanden, warum sie das jetzt sagt. Und das finde ich, tut mir leid, das ist anbiedernde Politik. Ja gut, in so einem Fall haben Sie natürlich recht, sowas passiert auch dem besten Bundeskanzler. Ja. Okay. Das sind jetzt mal altersmilde sozusagen. Ja, okay. Herr von der Nani, Sie haben ein Vorwort geschrieben. Uns läuft jetzt die Zeit davon, weil ich so fasziniert an Ihren Lippen hing gerade. Sie haben ein Vorwort geschrieben zu einem Buch, das das Jahr 1938 im Speziellen beleuchtet. Und die Frage sozusagen, welche Parallelen, auf welche Schlüsse wir von 38 bezogen auf die Situation heute 2018 ziehen können. Ich würde, wenn es für Sie in Ordnung ist, sehr, sehr gerne Sie sehr bald wieder hier in der Sendung sehen, damit wir auch mal ausführlicher Ihre Familiengeschichte und all diese Dinge besprechen können, die da noch sind. Ich lasse Sie nur aus der Sendung, wenn Sie mir das jetzt versprechen, vollzeugen. Ja, wenn ich es nicht verspreche, bleibe ich hier sitzen. Ja. Ja. Gerne. Ich hole Sie dann immer wieder ab. Okay, gut. Wollen wir das so machen? Ja, das können wir so machen. Ich würde aber trotzdem gerne nur ganz kurz einen Satz zu 38. Können wir das in Kürze sozusagen einmal als Parallele mal ziehen? Welche Parallelen sehen Sie da? Also die Parallele ist nicht 1938, sondern 1927, 28, 32. Was mich interessiert, ist nicht das Ergebnis, das war Adolf Hitler, das war die Tyrannei, das war die Nazi-Diktatur. Was mich interessiert, wie konnte es dazu kommen? Und da können wir heute viel lernen. Das braucht allerdings Zeit und die wollen Sie mir ja nicht geben. Doch, die gebe ich Ihnen. Gebe ich Ihnen sehr gerne. Okay. Ich meinte nur bezogen auf Ihre Familiengeschichte, das ist noch mal eine Dimension. Also mein Vater, meine Eltern waren, das kann ich erinnern, aus einem Brief meiner Mutter, den ich kenne, als Rathenau 1922 ermordet wurde, hat meine Mutter aus Heidelberg, die da studierte, mein Vater war in Berlin, also sie waren noch nicht verheiratet, waren ein Brautpaar, hat meine Mutter aus Heidelberg geschrieben, das waren bestimmt die Hakenkreuzler. Also 1922, das heißt, man konnte erkennen, was das für Leute sind. Und Weimar ist nach meiner Meinung an zwei Dingen zerbrochen. Erstens an einer wirklich sehr untauglichen Verfassung.
sehr untauglichen Verfassung, einer schwachen Verfassung, ohne konstruktives Misstrauensvotum, ohne 5%-Klausel, ja, und gewissermaßen sozusagen offen für jede Veränderung in der Gesellschaft kurzfristig und damit sozusagen auch die Kanzler immer wieder. Wir hatten in also Weimar, die Dinge, die uns heute sozusagen Stabilität verleihen, ja, in Klammern dazu. Ja, wir hatten in 14 Jahren der Weimarer Republik hatten wir 20 Reichskanzler. So. Also das ist natürlich schon ein Problem. Wie Italien, sag ich mal. Ja? Und da haben wir hinterher gelernt, die neue Verfassung, das Grundgesetz hat daraus Konsequenzen gezogen, genau. Das gemacht. Dennoch haben wir heute, wir sprachen vorhin davon, das Problem, dass eine Verfassungsstabilität auch durch die neuen Medien erodieren kann, also aufgelöst oder gelockert werden kann. Und darüber müssen wir nachdenken. Und ich denke, wir haben heute schon gewisse Erscheinungsformen. Also wir haben jetzt einen Bundestag, der hat 700 Mitglieder. Jeder weiß, dass das zu viele sind. Fachleute sagen, es könnten bei der nächsten Wahl 900 werden. Weil die Parteien nicht in der Lage sind, das Wahlrecht so zu verändern, dass bei gleichem System des Verhältniswahlrechts eben nur, sage ich mal, 500 oder 600, wie sich das gehören würde, Mitglieder nachher im Bundestag vertreten. Und heißt das auch, wir bräuchten statt des Verhältniswahlrechts sozusagen ein Mehrheitswahlrecht? Ich meine, es war Ihre Partei, die das mal verhindert hat. Ja, meine Partei hat das verhindert, 1968. Gab es einen Koalitionsvertrag in der ersten großen Koalition. Da war das einer der vier wichtigen Punkte. Am Ende ist die SPD da ausgestiegen. Aus taktischen Gründen. Aber Fehler? Das ist heute nicht mehr zu machen. Der Fehler damals? Also das Mehrheitswahlrecht hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist die Stabilität. Sie haben immer Volksparteien. Sie kriegen in der Regel nur zwei Parteien, aber wenn Sie mal eine kleine Partei noch dazu bekommen, wie das auch in England der Fall war mit den Liberalen, haben Sie trotzdem immer noch eine große klare Partei. Klare Verhältnisse. Eine große Partei, die hat dann, sage ich mal, immer noch sozusagen in dieser Gruppierung ein riesiges Übergewicht. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass das Mehrheitswahlrecht sehr stabil und deswegen sehr wenig reformfreudig ist. Also, dass Sie heute Zustände in Amerika und in Großbritannien haben, wie sie dort herrschen, ja, und zum Teil auch in Frankreich, wo ja auch ein vergleichbares Mehrheitswahlrecht besteht seit de Gaulle, seit der großen Wahlreform durch de Gaulle, die Fünfte Republik, ist der große Nachteil. Also die Bundesrepublik ist deswegen auch so erfolgreich, weil wir eben durch den Wechsel von Parteien und durch die Zusammenfügung von verschiedenen Parteien, Wettbewerb von Ideen, ja, und immer sozusagen diese Form von evolutionärer, also von langsamer, schrittweiser Anpassung an die neuen Verhältnisse in der Welt ermöglicht. Wir können kein Mehrheitswahlrecht heute mehr schaffen. Es gibt Wahlrechte, die mit dem sogenannten Bonussystem funktionieren, sehr interessant. Wenn zwei Parteien vor der Wahl erklären, wir sind eine Wählergemeinschaft und machen auch hinterher eine Koalition, das heißt, der Wähler erfährt vorher schon, wie die Koalition aussieht. Wenn man dann mit dieser Wahlgemeinschaft eine bestimmte Mindestgröße erreicht, kriegt man mit einem Bonus genug Stimmen, um auch zu regieren. Und dieses System wird auch in Berlin gelegentlich diskutiert. Ich finde nicht ausreichend und nicht intensiv genug. Aber wir müssen an dem Wahlrecht was machen, weil ich glaube, dass die Aufsplitterung der Parteien verbunden oder des Parteiensystems verbunden mit diesem System, mit dem wir heute, sage ich mal, in den neuen Medien eigentlich das Vertrauen in das wahre Wort verloren haben, ja, halte ich für äußerst wichtig, dass wir Sie ziehen da auch in diesem Aufsatz einen wahnsinnig interessanten Vergleich und sagen Facebook und der Volksempfänger. Ja. Da kann man was sehen, kann man was ablesen. Ja, das Radio war damals, wie McLuhan gesagt hat, das heiße Medium. Und das ist ein wirklich interessanter Vergleich. Aber das Wichtigste, was wir lernen müssen, ist, was hat dazu geführt zu 1933? Was hinterher passiert ist, konnte fast nicht mehr verhindert werden. Einzige, die es verhindern konnten, wäre die Gewerkschaften gewesen, ganz früh. Die wollten aber keinen Generalstreik machen, aus welchen Gründen auch immer. Brauchen wir hier nicht auszuführen. War ein Fehler. Und dann konnte nur noch das Militär. Der Einzelne im Widerstand, wenn er auftauchte und sichtbar wurde, wurde er eben entweder erschossen oder kam ins KZ. Auf jeden Fall, die Bevölkerung konnte gar nichts mehr machen. Null. Ja? Die Einzigen, die was tun konnten, waren erst die Gewerkschaften, haben das versäumt und dann das Militär. Und beim Militär, das war ja auch, wo mein Vater versucht hat,
Aber der Hitler ist eben den Dingen immer wieder entgangen. Im Frühjahr 1943 hat mein Vater eine Bombe in das Flugzeug von Hitler geschmuggelt, in Smolensk. Ich meine, das war schon eine riskante Tätigkeit. Aber die Ju-52 im Laderaum und bei 35 Grad minus ist explodierte der, nicht. Der Zünder hat nicht funktioniert. Und das waren ja auch bei Stauffenberg dann ein gutes Jahr später, am 20. Juli 1944, hat ja auch nicht funktioniert. Weil Hitler auch wieder im letzten Augenblick den Platz verlassen hat, wo die Bombe stand und dann nur am Arm verletzt war, aber eben nicht wirklich tot. Mhm. Und das Militär waren die Einzigen, die was hätten machen können. Und zum Teil waren sie sehr mutig da, insbesondere der General Oster, der ungeheuer guter Mann war. Aber sonst eben war das Militär natürlich auch ambivalent. Mhm. Herr von der Nanni, vielleicht kriegen wir mal die Chance, uns mal wirklich eine ganze Stunde oder 75 Minuten über genau dieses Thema zu unterhalten. Weil Sie sind ein Zeitzeuge, über 90 Jahre. Es gibt nur noch wenige, mit denen man solche Gespräche führen kann. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Vielen Dank. Große Freude gemacht. Vielen Dank. Sie müssen natürlich Ja sagen, aber dann machen wir das so. Darf ich, wenn wir jetzt zum Arzt kommen, darf ich Sie kurz, wie halten Sie sich so fit mit 90? Da sind wir alle gespannt. Naja, ich will einen Satz wiederholen eines Freundes von mir. Ich habe, als mir mein Freund, der jetzt emeritierte Erzbischof von Hamburg, zum 85. Geburtstag gratulierte, sagte er zu mir auch, gratuliere, du siehst, machst das wirklich gut. Und dann habe ich gesagt, das ist Glück und Gene. Daraufhin hat er hinzugefügt, nein, Klaus, das ist Gnade. Sie haben ja auch verraten, Sie laufen tatsächlich immer noch ziemlich lange Strecken, weil ich glaube, ohne dieses Ausdauer, Koordination, Fitness, immer Training, egal wie alt man ist, schafft man das auch nicht. Also einfach von alleine kommt es ja nicht. Und die Gnade hat also auch nicht jeder. Ja, also deswegen ist Gnade ein Aspekt. Ja, ist ein wichtiger absolut. Aspekt. Ja. Man wird demütig wahrscheinlich, ja, ne, und betrachtet das als Geschenk, das verstehe ich. Herr Grünemar, Sie waren... haben wieder sich sozusagen einen Perspektivwechsel erlaubt. Das ist ja immer der große Wettstreit, wo man auch als Patient häufig so verunsichert ist, wenn man nicht versteht, okay, jetzt Antibiotikum oder doch Globuli. Ja, das ist ja so eine Glaubensfrage speziell in Deutschland. So bin ich aufgewachsen in meiner Familie. Sie, ne? Genau so. Mit diesem Konflikt? Genau. Mit dieser, da haben wir es wieder, die Widersprüchlichkeit, an der auch die SPD gerade zugrunde geht. Globuli oder... Oder Antibiotikum, das ist die Frage. So, und wenn man dann so wie Sie jetzt weltweit mal sich auf den Weg macht zu Heilern, zu Schamanen und so weiter. Ich weiß, auch von eigenen Reisen und so weiter, das ist ein schmaler Grat zwischen sozusagen Heiler und Scharlatan. Da muss man wirklich aufpassen. Wir sind ja auch eigentlich, wir reden über Heiler immer, wenn man da zurückguckt oder sagt, das sind die Naturheilkunde, da sind die Heiler. Nein, wir sind... Ärzte, die tätig sind, sind Heiler. Eine Krankenschwester, die am Patienten steht, und gerade jetzt hat sich hier bei Herrn Spahn eine Krankenschwester massiv mit dem offenen Brief beschwert. Sie hat gesagt, was ihr uns hier zumutet, ist eine Schweinerei. Wir haben gar keine Zeit mehr, mit Patienten zu reden. Wir können noch nicht mehr aufs Klo gehen, weil wir keine qualifizierten anderen Schwestern haben und beziehungsweise weil das Personal reduziert wird. Aber eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger, die mit den tollsten Berufe der Welt sind. Ohne die könnten wir gar nicht eigentlich diese Erfolge bekommen. Aber keiner redet über sie, werden maximal schlecht bezahlt. Diese sind Heilerinnen. Mhm. Und wir auch. Wir müssen das nur mal begreifen, dass wir heilen, dass Heilen eine Kunst ist. Mhm. Und zwar eine individuelle Kunst. Ihr hat andere Fähigkeiten. Die Mutter, der oder die Geliebte hat heilende Fähigkeiten. Uns zu trösten, uns zu tragen, uns in schweren Momenten einfach zu umarmen und Ruhe zu schaffen. Das ist Heilung. Hat jeder von uns. Jeder hat diese Fähigkeit. Mhm. Und wir vielleicht als Arzt eine besondere noch, weil wir das wollten. Nicht jeder kann Blut sehen. Ja, ich hatte Angst vor Spritzen, aber das haben wir dahingestellt. Jetzt weiß ich, wie man es besser macht. Das war ja meine Intention. Wie macht man es denn besser? Du ganz kurz, nur für einen Freund. Ja. Kleiner, feiner, schärfer die Sonde. Schleifen, wenn es geht, nicht die Spritze. Wenn man behandelt, das habe ich von der koreanischen Krankenschwester gelernt, dem Patienten erstmal vertrauensvolle Umgebung geben. Zweitens mit ihm reden. Rausfinden, ist ein ängstlicher Mensch da? Da musst du schnell sein. Ablenken. Oder jeder, genau, ablenken. Oder da ist jemand, der möchte aber wirklich informiert sein. Das soll jeder anders. Und dann auch ablenken. So, okay. Und dann tut es nicht weh. Okay. Oder so gut wie nicht. Und so habe ich meine Medizin immer
verstanden. Und wenn man das mal überlegt, ich bin zu Zeiten groß geworden fürs Publikum, da wurden die Kanülen geschliffen mit der Hand. Geschliffen mit der Hand. Die waren stumpf. Ein kleines Kind wie ich damals mit 6, 7 Jahren mit so kleinen, dünnen Venen wurde Blut abgenommen. Es war schmerzhaft ohne Ende. Und trotzdem hat die Medizin dann durch technische Entwicklung, uns in die Lage versetzt, heute in eine ganz andere Form der Injektionstechniken, der Sichtbarkeit, genau dahin zu gucken, wo du injizierst. Das mache ich mit der Mikrotherapie im Computertomographen oder Kernspintomographen und führe meine Sonden dahin an den Nerven, an die Schmerznerven und sage, da will ich behandeln. Und deswegen kann ich ganz fein und klein und immer dünner werden, unsere Dünste. Ganz lokal sozusagen. Ja, ganz lokal. Gucken Sie, unsere Dünste, ich nehme sie mal aus der Tasche hier. Was ist das? Unsere dünnste Sonde, unser dünnster Laser ist 0,1 Millimeter groß. Diese Sonden, ja, mit denen machen wir hier hinten elektrisches Kabel. Damit veröden wir. Ist das eigentlich schon strafrechtlich relevant als Bedrohung, was er hier macht, Herr von Onani? Oder? Jetzt gucken Sie mal die Chinesen. Die Chinesen haben, ich weiß nicht, ob man das sieht, so eine kleine dünne Nadel, mit der haben sie akupunktiert. Wir machen nichts anderes. Die Chinesen haben an dieser Akupunkturnadel haben die Beifuß oben drauf gelegt, vor tausenden von Jahren erhitzt und haben Nerven verödet. Das machen wir heute auf diese Art und Weise, indem wir diese Sonde auch an den Nerven bringen. Oder wir gehen weiter und nutzen elektrische Stimulationssysteme, mit denen wir heute an Akupunkturpunkten beispielsweise oder Triggerpunkten Schmerzen nehmen. Das heißt, das ist doch gleich geblieben. Warum soll ich denn die Akupunkteure verurteilen? Und warum die Akupunkteure die hier mitarbeiten? Nein, ich muss es nur können. Ich muss das Wissen haben, wann und wie und am besten gemeinsam. Akupunktur ist ja ohnehin ist auch ein Thema in Ihrem Buch. Das ist ein unheimlich interessantes Feld, ne? Der Akupunktur, also ich bin so ein Migränekandidat gelegentlich mal, mir hilft das tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht warum, aber Akupunktur, habe ich immer das Gefühl, da steckt unglaublich viel Wissen und Weisheit drin. Also ich sag mal so, dieses Wissen, das Wissen der Kulturen. Die Chinesen haben die Akupunkturpunkte entdeckt. Die Indianer haben die gleichen Punkte entdeckt und haben darauf heiße Steine gelegt. Die Ayurveden haben auch die gleichen Punkte, die immer Schmerzen, drücken Sie mal hier oben. Das drückt, wenn ich lange so sitze vom Monitor oder immer aufs Handy runtergucke und dann verspannt das hier. Also massiert man da Shiatsu, Japaner, heiße Stein, Indianer, Chinesen, Akupunktur, moderne Medizin, Injektion von Lokalanästhetika, alles dasselbe. Ja? So, die Akupunktur hat nur einen Vorteil vielleicht. Im Gesamtsystem, die haben Milliarden von Menschen behandelt über die Zeit und haben herausgefunden, wenn da ein Punkt schmerzt, kann das sein, wenn ich da unten am Knie auch behandle, dass vielleicht diese gesamte Muskelstrecke sich lockert. Und das machen heute die Osteopathen beispielsweise. Die machen nach den gleichen Prinzipien, nur arbeiten die jetzt mit den Händen und ist mir auch lieber als die Nadel. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Was ist das Faszinierendste, was Sie auf dieser Reise gesehen, entdeckt haben? Ich kann nicht sagen, was das Faszinierendste ist, sondern ich bin ja nicht als Suchender in die Welt gegangen, sondern ich bin aus einer Familie in der 6. Generation Arzt gekommen, wo sich meine beiden Tanten immer gestritten haben, wenn ich Halsschmerzen hatte, Antibiotika oder Globuli oder irgendwelche Kräutersäfte. Ja. So, ich rieche heute noch den Zwiebelsaft bei uns im Hause. Ja, eingekochte Zwiebel mit Cannis. Aber Vorbeugen zur Erkältung, sicherlich gut. Und in dieser Form der Suche, was ist denn nun richtig, habe ich mich eigentlich immer, wenn ich wissenschaftliche Vorträge hatte, wenn ich im Studium mich mit Akupunktur befasst habe, ich hatte vorher Sinologie studiert, also Chinesisch studiert und bin durch chinesische Medizin auch gestolpert, sehr stark, hat mich immer interessiert, was passiert da eigentlich? Was macht so eine chinesische Ärztin beispielsweise in Sri Lanka? Habe mich da hingesetzt und habe zugeguckt, wie die kleinen Kinder, die Teillähmungen hatten oder Sensibilitätsstörungen mit Akupunktur behandelt haben. Das habe ich später auch gemacht bei Schlaganfallpatienten, die so ein leichtes Schlaganfall, so leichte Muskelschwäche hatten. Aber Teillähmung heißt, diese Kinder konnten nicht mehr laufen und die konnten zum Teil nicht mehr laufen oder sind dann über die Zeit, also nicht mehr richtig laufen. Ja. Ich will jetzt nicht, also eine komplette Querschnittlähmung. Ja, ist was anderes, ja.
kriegst du so nicht behandelt. Aber Teillähmungen, Spastiken, also Verkrampfungen der Muskulatur, wenn du die massierst oder in Akupunktur behandelst, das hat mich, dann gibt es eine entspannende Wirkung. Mich hat fasziniert, genauso im Yoga, die Panchakarma-Kur. Wie kann ich eigentlich mich über 10, 12 Tage wirklich mal ernährungsmäßig umstellen, genießen der Synchronmassagen, die Nahrung sehr konsequent auf meinen Typ, auf meinen Körpertyp, ob der mal stimmt mit Vata, Pitta, Kapha, so wie die einzelnen Typen dann kategorisiert werden. Jeder Mensch ist ein anderer. Da habe ich nur daraus gelernt, ja, jeder Mensch ist ein anderer. Also muss ich doch auch lernen, jeden Menschen unterschiedlich zu sehen. Die Chinesen haben das Yin-Yang-System, haben 5 Elemente beschrieben. Also auch da viele Ähnlichkeiten und Berührungspunkte. So, und das waren meine faszinierenden Erlebnisse bis hin zu einem brasilianischen Heiler, der einfach meine, wo mir Leute gesagt hat, bitte gehen Sie zu dem hin, den müssen Sie kennenlernen. Bin ich zu dem hingegangen, saß im Raum, starrte in den Raum, durch mich durch, hat mich aufgefordert, Platz zu nehmen, hat mir dann nur seine Hand auf den Arm gelegt. Und ich wurde ruhig und immer ruhiger, entspannter und dachte ich, wow. Super Teil, den brauchen wir auch in der Medizin. Und gerade heute in dieser hektischen Welt. Wie lange saßen Sie da so schweigend da gegenüber? Das kann man dann schlecht. Es ist vielleicht nur ein Moment gewesen des Glücksgefühls, ja, auch der Gnade, die ich da erleben durfte. Vielleicht war es aber auch 10 Minuten, Viertelstunde. Okay. Ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war es ein Element, wo ich festgestellt habe: Mensch, ist es so wichtig, die Berührung. Die Berührung ist so wichtig. In der Medizin ist die Berührung das, was wir verlernen, was man mir jetzt als kernspintomografischen oder computertomografischen Menschen, der ich bin als Radiologe, jetzt auch in einem größeren Verbund mit in einer Med-360-Grad-Gruppe, also was wir verlernen, dieses Berühren, nahe zu sein, auf den Menschen zugehen, zuhören und wenn er Angst hat, mit ihm reden, in den Arm nehmen oder nur die Hand reichen. Aber und sage, die Zeit ist dafür oft nicht, ne? Ja, dann soll man die Zeit anders bezahlen. Also dieses System gibt für so viel Unsinn Geld aus. Absolut, ja. Ja, da werden Linksherzkatheter-Messplätze ohne Ende gebaut und du kannst heute in 0,2 Sekunden, wie bei uns im Institut in Bochum, in 0,2 Sekunden die Herzkranzgefäße sehen. Du kannst die Verkalkung sehen, du kannst die Fettauflagerung sehen, du kannst sehen, ist das Gefäß eingeengt oder nicht. Da musst du nicht ins Krankenhaus und dir noch Keime einholen und einen Herzkatheter machen. Brauchst du nicht mehr. Also. Und da ist das Geld, was investiert werden könnte für Gespräche, für individuelle Betreuung, versicherungsmäßig. Für Empathie auch, ne? Für Empathie. Für ganz viel Empathie. Interesse am Patienten. Okay. Ja, oder auch mal Yoga wirklich verschreiben und nicht Yoga kritisieren, sage ich mal. Also das ist eine bessere Dehnung bei Bandscheibenbeschwerden mit gut gemachter Yoga. Nicht nur bei Bandscheiben. Herr von Donani und ich wissen, wovon wir sprechen. Als alte Jogger kennen wir uns da aus. Ja, also, oder? Yoga ist großartig. Oder? Super. Wir haben alle verkürzte Muskeln. Also ich nehme das mit der Synchronmassage schon mal. Das habe ich mir gemerkt als Begriff. Weltmedizin, tolles Buch. Danke Ihnen herzlich. Dietrich Grunemeyer, der heute unser Gast ist. So, und jetzt zwei bei uns, denen ebenfalls ein tolles Buch gelungen ist. Barbara Luck und Christiane Hastrich. Kolleginnen, ne? Fernsehjournalistinnen ihr ganzes Leben lang gewesen. Der Titel, das Schönste an uns sind wir, was uns ab 50 bewegt und beflügelt. Wie ist das gemeint? Also wenn man in die Runde guckt und einfach schaut, dann ist es so, dass wir festgestellt haben, jeder, und das kann ich mit Ihnen dann auch anknüpfen, hat für sich irgendwas ganz Besonderes, irgendeine innere Schönheit, eine innere Fähigkeit. Barbara sagt immer, jeder kann was anderes gut. Es hat also jeder auch in seiner Lebensgeschichte irgendwas ganz Besonderes und in seinem Leben, in der Erfahrung, zwischen gerade wenn man 50 dann schon ist und die 50 Jahre hinter sich gebracht hat, schon so viel erlebt und erfahren und auch geleistet, beziehungsweise so Hürden umschifft, dass wir festgestellt haben, und da haben wir mit ganz, ganz vielen Frauen eben gesprochen, jeder geht seinen eigenen tollen Weg und wir können voneinander, wenn wir zuhören, wenn wir aufpassen, wahnsinnig viel lernen und es ermutigt einen. Mhm. Und in dieser Phase, in dieser Lebensphase haben wir festgestellt, reden wir immer mit den Leuten das Gleiche. Also wir haben immer wieder mittags da gestanden, über dieselben Themen geredet in diesem Jahrzehnt zwischen 50 und 60, weil sich da so viel ändert, ja, weil da die Kinder aus dem Haus gehen, weil man älter wird, in den Spiegel schaut und denkt, hoppala. Hatten Sie Angst vor dem 50. Ich meine, der Herr von Donani ist da raus, der ist da ganz entspannt. Ja, na, Angst, das kann man so nicht sagen. Kann mich nicht mehr erinnern.
Aber einer von den beiden, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer es genau war, sagte 50, da habe ich mir wahnsinnig den Kopf zermartert. Waren Sie das, Frau Luke? Das hat mir Angst gemacht. Ja, mir hat das Angst gemacht, vor allem, weil ich glaube, und das ging glaube ich, vielen so, man stolpert da ja so atemlos rein und letztendlich auch arglos. Und dann plötzlich landet man da und ist 50. Und diese Zahl, ich fand sie schrecklich. Also für Sie ist es, Sie können sich nicht mehr daran erinnern, ich sehr wohl. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und ich glaube, man macht sich vorher, es ist ja, man bereitet sich so ein bisschen vor, was die großen Zäsuren, ist ja auch ein Jahrzehnt der großen Abschiede. Aber wenn man wirklich dann da drin hockt, macht man sich eigentlich keine Vorstellung. Aber warum Abschied? Mehr. Warum ist dieses, also diese Dekade zwischen 50 und 60? Ich habe mir darüber nie groß Gedanken gemacht. Aber, das ist ja bald meine... Vorsicht, Aber Sie haben natürlich völlig recht. Ich versuche mir trotzdem keine Angst zu machen. Ich merke, dass da nicht was Angst passiert. Angst ist auch das falsche Wort. Genau. Ja. Respekt. Ja. Nee, auch nicht so negativ sehen, aber einfach Elend. Mal reflektieren. Aber man muss mal ehrlich sein, das ist, glaube ich, der Punkt. Man denkt immer, 50, das neue 40, wir sehen alle noch einigermaßen aus. Man kann das ist ja Quatsch. Das stimmt eben alles nicht. Und vor allen Dingen, man muss auch mal ehrlich genau hingucken. Und ich glaube, man hat in dieser Lebensphase die Möglichkeiten, noch ganz viel im Leben zu bewirken, auch noch mal neue Wege einzugehen, wenn man sich dann traut. Aber Sie sagen gerade, es ist eine Zäsur. Und was mir nicht so klar war, das habe ich erst bei Lektüre Ihres Buches gelernt, fast 50% oder 40% im Moment, glaube ich, aller Deutschen sind genau in dieser Phase. Klar, genau. Ich bin einer von denen quasi bald. Ja. Das betrifft uns fast alle. Jeder Zweite, der hier sitzt, ist im Grunde davon betroffen. Und Sie sagten Abschiede. In dieser Dekade passiert ganz, ganz viel. Welche Abschiede? Wie stellt sich da das Leben neu auf? Und Neuanfänge bitte. Also wir glauben... Was Herr von Donani hier macht, ist Altersrassismus. Aber es ist nochmal was anderes. Ja, bitte. Da bäumen sich halt sehr große und essentielle Fragen auf in diesem Jahrzehnt. Mhm. Man weiß das zwar, klar, werden Eltern alt und sterben, das weiß man, aber so richtig im Herzen trägt man das nicht und verdrängt das ja auch. Kinder, die man 20 Jahre großgezogen hat, verlassen das Haus. Das sind alles Abschiede, die so irreversibel sind. Die kommen alle nie wieder. Also muss man sich überlegen, was mache ich daraus? Da fehlt plötzlich diese Barriere, ne, die es da immer gab. Also wir bleiben ja immer Kinder irgendwie. Ne? Genau. Bis zu dem Moment, an dem die Eltern nicht mehr da sind. Genau. Und wir haben uns hat die Frage beschäftigt, wie machen wir sozusagen daraus eine positive Botschaft für uns? Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Jahrzehnt eigentlich auch so viel Neuanfänge, so viele Möglichkeiten noch bietet, die aus diesen Abschieden auch resultieren. Abschiede von Eltern, Abschiede von Kindern, die plötzlich weg sind. Auch im Job, sage ich jetzt mal, das ist auch so eine Lebensphase, wo man vielleicht dann... Ausgenommen, natürlich gibt es Einzelfälle, die das dann ganz toll noch schaffen. Aber es gibt dann schon auch die Zeit zwischen 50 und 60, wo man sich vielleicht nur orientieren muss, weil da die ganzen Jungen nachkommen. Also auch körperlich mit der Fitness. Also es sind ganz viele verschiedene Bereiche, wo man einfach ganz klar sagen muss, so geht es jetzt auch nicht weiter. Es beginnt was Neues und man muss drauf auf diesen Zug. Man muss gucken, was man selber auch gestalten kann und möchte. Dritter auch. Also wenn man Ihre Lebensgeschichte zum Beispiel, das ist eine wahnsinnige Geschichte. Ja, finde ich schon. Erzählen Sie einmal sozusagen, wie Sie diese Jahre erlebt haben und diesen Wendepunkt in Ihrem Leben. Wie muss man sich diese Situation vorstellen bei Ihnen Anfang 50? Jetzt? Ja, Ihre persönliche Geschichte. Ich habe mich getrennt vom Vater meiner Kinder. Sie sind erkrankt, ne, vorher? Genau, hatte diese Diagnose, von der man immer denkt, das trifft nur die anderen. Das war eine Brustkrebsdiagnose. Und ich glaube, wer auch immer so eine Diagnose bekommt, macht eins auf keinen Fall. Er macht so weiter wie bisher. Und das war für mich auch der Fall. Und ich glaube, in so einer Situation ist man besonders ehrlich zu sich und hinterfragt auch sein eigenes Leben und stellt so große Fragen wie, bin ich eigentlich noch glücklich? Möchte ich das so weitermachen? Und die Antwort war nein für mich. Sie schreiben, ich habe diese Diagnose Brustkrebs, ne, das ist das, worüber wir sprechen, bekommen. Und mir war klar, diese Diagnose hat noch ganz andere Konsequenzen. Das war Ihnen in dem Moment klar? Ja, ich wusste das sofort. Dass das hier ein innerer Wendepunkt sein würde, der wo ganz anders hinführt. Aber was heißt das? Was wurde Ihnen da klar in dem Moment? Die Zeit ist endlich, ne? Mir war klar, es ist natürlich immer, wenn man zwischen Himmel und Hölle schwebt und sozusagen mit der Vergänglichkeit des eigenen Lebens konfrontiert ist, auch noch dazu 3 kleine Kinder hat, da denkt man über den eigenen Horizont hinaus. Und, wie alt waren Sie da? Ich war da 42.
Und man überprüft die eigene Substanz. Und für mich war damals einfach klar, ich drehe mich hier jetzt um 180 Grad rum. Ich atme jetzt hier ganz tief durch und mache diesen Marsch. Und genauso habe ich das dann gemacht. Und haben dann was gemacht? Ich habe mich vom Vater der Kinder getrennt und habe gedacht, ich muss hier diese Krankheit irgendwie durchstehen. Ich muss das schaffen für die drei Kinder auch. Und habe mich gesammelt und habe die Wohnung neu gestrichen und habe die Türen aufgemacht und die frische Luft reingelassen. Ja. Und wenn ich heute im Rückblick gucke, so. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, ich habe morgens die Kinder weggebracht, dann bin ich zur Bestrahlung gefahren und dann bin ich ins Büro gegangen. So, Wie reagiert denn das Umfeld, wenn man so etwas macht? Normalerweise rückt doch die Familie dann ganz eng zusammen und sagt, und gerade auch der Mann, dich brauche ich jetzt. Da trifft man doch nicht so eine Entscheidung und sagt, pass auf, das mache ich jetzt alleine. Also anders gesagt, wie wahnsinnig muss man sein, dann in dem Moment auf den zu verzichten, den man sehr gut gebrauchen könnte. Sie haben drei kleine Kinder und haben nebenbei noch ihren Beruf und im Grunde keine Ahnung, wie es weitergeht. Und ganz abgesehen davon eine Krebsdiagnose. Mhm. Ja, aber ich glaube, die Ehrlichkeit, mit der man dann sich selber anschaut, ist auch gnadenlos. Mhm. Die ist dann auch optionslos, weil es dann nur diesen einen Weg gibt. Und da folgt man, glaube ich, auch einem Bauchgefühl und seinem Herzen. Und schafft das und wächst da irgendwie über sich hinaus. Wie hat der Mann darauf reagiert? Ja, wie man immer in Trennungen reagiert. Doll war das traurig. Ich meine, zu Trennung gehören immer zwei Menschen. Das ist klar. Ja, traurig, klar, verzweifelt. Das heißt, Sie hatten den Gedanken schon vorher im Kopf? Bitte? Sie hatten den Gedanken schon vorher im Kopf, sich zu trennen. Ich meine, es passiert ja, um Gottes Willen. Also, ja, gut, das ist ja immer ein langer Prozess. Ja. Und wie gesagt, da gehören ja auch immer zwei dazu. Aber es gibt da immer so ein Ereignis. Und dieses gehört, glaube ich, in extremer Weise dazu. Da dreht sich plötzlich der Schalter um. Und haben sich dann in eine Frau verliebt? Ja, Jahre später. Genau. Habe ich mich, wie das manchmal so ist. Da steht ein Mensch in einem Raum und leuchtet und dann passiert's. Und das, so war das. Das schreiben Sie auch so in dem Buch, ne? Da steht jemand, der leuchtet für mich in diesem Raum. Und haben diesen Schritt auch nie bereut, so eine radikale Entscheidung getroffen zu haben? Nee, also überhaupt nicht. Gar nicht. Ich glaube, zu guter Letzt, und auch das ist vielleicht ein Vorteil dieser 50 und dieses reife Prozesses, dass es keine Rolle mehr spielt für mich. Ist das jetzt eine Frau? Ist das ein Mann? Das ist ein Mensch, der vom Herzen zu mir gehört. Mhm. Und das ist dann entscheidend. So, und diese eine solche Entscheidung von einer solchen Tragweite zu treffen, das hat was mit diesem Alter zu tun? Dass man irgendwann zwischen 50 oder um die 50 ist, jetzt grob gesagt, und sich dann traut, so einen radikalen Neuanfang zu machen? Ich glaube, das haben wir in vielen Gesprächen auch mit den Frauen beobachtet, das Tolle an diesem Jahrzehnt ist, dass sie spüren, dass die Leute sich... Die häuten sich richtig. Mhm. Da kommt ein innerer Wesenskern wieder zutage. Man ist von so vielen Dingen beeinflusst in dem Jahrzehnt zuvor. So Sedimente, die sich ablagern. Genau. Ja. Und da verdichten sich Persönlichkeiten wieder. Und da blitzt etwas auf, was die Menschen immer schon ausgemacht hat. Und das ist ganz toll. Heißt das übersetzt, man wird wieder der man eigentlich immer war? Ich glaube ja. Ja. Ich glaube, ja. Das ist jedenfalls. Ja, man kann auch diese Verantwortung ja abwerfen. Die Kinder sind da nicht mehr da. Man muss auch nicht mehr unbedingt zu Hause bleiben, wenn man das nicht möchte. Man kann das nochmal reflektieren. Einfach mal überlegen, ist das der richtige Weg, den ich gehen möchte? Und entspricht das meinem Naturell? Bin ich eigentlich glücklich? Das fragt ja immer alle. Jeder 50, wo geht's denn jetzt hin? Wie ist denn die Perspektive? War es da schon, um Gottes Willen? Ja, man kann darüber nachdenken und kann auch vielleicht dann eben feststellen, dass man vielleicht die letzten paar Jahre einen Umweg gelaufen ist und eine Schleife und jetzt wieder zurück möchte zu sich und die Zeit einfach wertvoll nutzen möchte. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Was war der Wendepunkt, Frau Hastrich, in Ihrem Leben? Also ich sag mal, tatsächlich war das eben auch mit meiner Beziehung so, dass ich auf eines Tages von heute auf morgen festgestellt habe, dass ich gar keine Ehe mehr habe, mein Mann schon längst eine andere Frau hatte und ich das überhaupt nicht überrissen habe. Also das war ein wahnsinniger Schock zu lernen. Man lebt in seinem Leben, fühlt sich total froh und glücklich und alles ist irgendwie in geregelten Bahnen. Und auf einmal stellt man fest,
das stimmt gar nicht. Das fußt gar nicht auf einer Realität, die beide Personen oder das Umfeld teilen. Das war schon sehr ernüchternd. Und diese Naivität, die man dann in sich trägt, oder ich hatte diese Naivität, habe gedacht, alles ist gut in meinem Leben. Und das war gar nicht so. Ich war gar nicht reflektiert. Und das hat mich dann schon so ein bisschen auch, wie Barbara sagt, gehäutet. Weil ich war dann mehr oder weniger die Verlassene. Ich bin nicht verlassen worden, sondern ich bin irgendwie übrig geblieben und hätte vielleicht auch gar nicht alleine so die Kraft gehabt, das zu tun, weil ich bin auch in der Babyboomer-Generation groß geworden, wo klar war, da sind Werte, da sind Systeme, da bleibe ich bei meinem Mann, da kämpfen wir durch auf und nieder und so, bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und dann habe ich mich dann auch mehr oder minder dann getrennt und unterm Strich war ich dann allein und habe dann aber gedacht, nee, also das kann es jetzt auch nicht sein. Also hatten Sie Kinder? Ja, ich habe auch zwei Kinder. Mhm. Meine Töchter waren noch sehr klein, als mein Mann, quasi der erste Mann, eröffnete, dass es gar nicht mehr mit dieser Ehe so, dass da keine Basis mehr ist. Da war die kleinste eins. Was ich interessant finde an der Geschichte ist diese Sprachlosigkeit, die sich da offenbar irgendwann einschleicht. Also Sie beschreiben das so und sagen, wir haben irgendwann eine Ehetherapie gemacht. Ja, das war der blanke Horror. Also ich hatte das jetzt gar nicht so ganz. Also tatsächlich, was so eine Freundin von mir hatte gesagt, hey Christiane, da ist immer einer an der Krippe mit so einem Sport, also eine Frau mit so einem Sportauto. Da steigt dann Mann jeden Morgen ein, nach der Krippe. Ich gesagt, Quatsch, ey, das kann jetzt überhaupt gar nicht sein. Ja, was soll ich sagen? Dann habe ich gefragt, Klassik. Zu Hause, ja, man glaubt es nicht. Dann hat er gesagt, nö, da ist nichts. Ist gar nicht so gedacht, okay, da ist nichts. Ja, und dann wurde mir das dann doch irgendwie komisch. Dann sind wir zu einer Ehetherapie und in der ersten Stunde sitzen wir dort. Dann sag ich, ja, eröffne du das Gespräch. Ich weiß ja eigentlich gar nicht. Sagt er, ja, also ich habe eine Frau, die ich liebe und das ist nichts mehr. Da habe ich gedacht, mich trifft der Herzschlag. Und, aber jetzt gar nicht so unbedingt, weil das meine ich mit Sprachlosigkeit, so ist, sondern weil man selber, dass ich das nicht erspürt habe und nicht fähig war, diese ersten Signale zu erkennen. Also auch nicht im Gespräch, man unterhält sich ja auch zu Hause und so, dass ich gedacht habe, hey, das ist jetzt mal eine schlechte Phase, wird wieder alles gut. Das passiert mir nicht mehr. Also das will ich gar nicht sagen, dass das jemand anders schuld ist. Das sind ja immer zwei dabei. Das habe ich einfach nicht. Das meine ich mit Sprachlosigkeit. Da war ja jemand anderer offenbar auch unglücklich, ne? Ja, genau. Und man kriegt es nicht mit. Also das ist was, deshalb. Nee. Und dann gemerkt, oh, das letzte Mal, dass ich ernsthaft geflirtet habe, ist schon ein bisschen her. Ja, das kann man dann auch nicht mehr. Man hat die kleinen Kinder, man hat einen Job. Wie soll das denn Gottes Willen gehen? In der Bar sitzen und sagen, hoppala. Ja? Also dann stellt man fest, er hat vielleicht schon drei andere Kinder oder noch mal eine Frau. Das wollte ich alles nicht. Und dann habe ich dann auch vor, mittlerweile ist das jetzt schon 14 Jahre her, dann gedacht, okay, dann versuche ich es mal im Internet. Das war anfangs für mich auch echt noch mal so eine Hürde. Und dann habe ich dann die Leute getroffen. Ja, da ging das erst los. Und dann haben wir uns da hingesetzt und geguckt. Also ich habe mich da hingesetzt und habe tatsächlich auch eine Freundin beim Nebentisch platziert, die immer geschaut hat, ob das was Gescheites ist oder nicht. Und dann habe ich wirklich durch diese Treffen auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Also ihre Freundin saß daneben, hat immer Daumen hoch, Daumen runter. Ja, manchmal positioniert. Man muss zusammenhalten unter Frauen. Ja, das geht nicht anders. Man muss doch mal gucken. Klar. Und haben Sie schon an der Reaktion Ihrer Freundin sofort gemerkt? Nee, da konnte ich ja nicht hingucken. Man muss sich schon konzentrieren bei den Dates. Absolut. Ich auch. Ja. Und hat aber funktioniert. Es hat dann tatsächlich Algorithmen können offenbar doch was. Ja. Also es hat wirklich funktioniert. Und ich glaube auch einfach, weil man selber mit einem anderen Ansatz oder ich bin mit einem anderen Ansatz rangegangen und habe halt auch tatsächlich festgestellt, man muss reden, jemanden auf Augenhöhe treffen und man muss sich einfach auch Mühe geben und an der Beziehung arbeiten. Und was soll ich sagen, wir haben dann geheiratet, ja. Alles gut. Wie reagiert Ihr Umfeld, wenn Sie jetzt auch diese Geschichte lesen, dieses Buch lesen? Ist die Reaktion, ach Mensch, das hätte ich mich gerne immer mal getraut? Irgendwie, das ist etwas, was man ganz, ganz häufig hört. Und dann direkt dahinter, warum habe ich das nie gemacht? Warum habe ich so viele Chancen fahren lassen? Hey, das ist ja gar nicht so, Herr Lanz. Es ist ja, wir haben ja mit den Frauen geredet. Wir haben auch so Fragebögen in diesem Buch, das Schönste an uns sind wir. Da erklären also auch oder erzählen Frauen aus ihrem Leben. Und sie glauben ja gar nicht, das sind Frauen hier, wie alle, wie jeder von uns zwischen 50 und 60, was die in ihrem Leben gemeistert haben und wie das Leben manchmal anders könnte, als man denkt. Ja, also, und das sind halt sehr viel Leben auf dem Buckel. Ne? Und das Leben setzt immer noch einen drauf. Und das Kennzeichnende ist, glaube ich, wie wahnsinnig mutig. Wir haben uns ja vorwiegend mit den Frauen beschäftigt, wie wahnsinnig mutig die auch in diesem Jahrzehnt sind. Und da ist Scheidung ist keine Tragödie mehr, das ist eine Option, das ist eine echte Option. Ja. Und wenn man dann älter, 60, 70-Jährige zum Beispiel, sind die heute auch anders als 60, 70-Jährige früher? Trauen die sich auch mehr und sagen, das nehme ich mir jetzt?
Die Frauen jetzt gerade, die sind reflektierter. Also das sind ja auch die, die quasi natürlich von der Bildung her, wir hatten ja alle Möglichkeiten. Ja? Wir waren die Ersten, die studieren konnten und auch mehr oder minder dadurch, dass wir die Chance hatten, diese Chancen auch ergreifen wollten. Das konnte man nicht vom Tablett nicht verschmähen. Man musste das tun. Und deshalb hat man jetzt auch tatsächlich mehr Risikofreudigkeit, weil man auch einen doppelten Boden hat. Man hat die Bildung, man reflektiert mehr. Aber man hat Gelassenheit, hat man. Ja, aber die muss man sich auch erstmal erarbeiten. Von alleine kommt das alles nicht. Aber das ist offenbar das Geschenk, das man dann zwischen 50 und 60 irgendwann mal hat. Ne? Und mit 90 noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Noch ein bisschen mehr, ja. Letzte Frage, was wichtigste Erkenntnis durch die Arbeit an diesem Buch? Mit der Zeit leben, nicht dagegen. Immer in Fahrtrechnung. Ja, sehr gut. Läuft dasselbe raus. Ja. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Scheidung ist kein Problem, sondern eine Option. Haben wir es gelernt. Interessanter Satz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christiane Hastrich. Das Schöne an uns sind wir. Und Barbara Luth, vielen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Professor Grünemeyer, Weltmedizin. Und ich bedanke mich sehr bei Klaus von Donani. Wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr und sehr bald wieder. Würde mich sehr freuen. Das war eine Sternstunde. Jetzt die Kollegen von heute plus. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Danke. Tschüss.